Katze. Hello und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer tollen Bad Wars Gaming Pfingstlern. Woohoo! Und zwar spielen wir das großartige 8-Bit-Fechtspiel Nighthawk oder wie auch immer man es nennen will. Ja, wir haben jetzt im Prinzip schon so ein Round-Robin-Turnier gemacht, jeder einmal gegen jeden. Und die letzten drei Matches, die hoffentlich auch die spannendsten werden, wollen wir jetzt auch mit aufnehmen und mit euch teilen. Unforce Game, Rest Start. Zuerst ich gegen Patrick, ich an der Tastatur und Patrick am SNES-Controller. Wir haben uns auch festgelegt, weil wir halt alle mit der Map geübt haben, das Castle zu nehmen als Map. Und los geht's! Ich bin orange und Patrick ist yellow. Und ja, let the epic fight begin. Ach ja, wo ist ja die Richtung? Bam! Oh, ja, schon den Videoscreen geschafft. Oh, ja, Backstabbing. Der Dolchstoß. Oh, und springt voll in mein Schwert. Yeah! Nein! Boah. Ein Luck hier. Das war so ein Jackie Chan Move quasi. Weißt du, so in der Luft ein Dive-Kick verpasst. Oh, das geht doch. Und bitte auf keinen Screen. Oh. Da verliere ich quasi den Faustkampf. Au, respawn. Und? Ja, du hast da ein Schwert. Ja, sicher. Du hast da was. Guck da auf. Oh, okay. Ja. Schön. Oh, ist umgefallen. Hallo? Nein! Was mach ich denn? Na, fang. Boah. Ich hab mein eigenes Schwert pariert. Auch nicht schlecht. Glück gehabt, also es wäre uns böse ins Auge gegangen, buchstäblich. Nein! Oh! Oh, nicht schlecht! Verdammt, ja, da war ich ein bisschen zu übermütig. Ah, habe ich ihm echt viel geschenkt hier. Aua! Ich hasse diesen Move. So geil. Auf jeden Fall. Dein Flieger! Scheiße! Wollte ich mich anschleichen? Hat nicht so ganz funktioniert? Ich werde dich immer werfen, ne? Ja, doch zur Feier des Tages. Boah, ist gerade. Oh! Ah! Schon. Na gut, dann halt so. Bam! Boah, ich hätte ein Schwert vielleicht mitnehmen sollen, das wäre intelligent gewesen. Intelligent, meinst du? Ah, der war gut, ne? Ja, 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 ja. Wieder so ein Jackie Chan. Ah! Gut, das war. You shall not pass! Das war erst aber mein Last Samurai Move. Ich hab's falsche Richtung, Patrick. Erfolgreich abgelenkt. Nein! Auf letztes Stück, so close. No! Ja! Oh. 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 Nicht schlecht! Geh mal kurz eintragen. Und wer hat die meisten Kills? Oh, was? Unentschieden nach dem Kill. Das schreit also ein Deathmatch. Wollen wir noch einen satten Death machen? Ja, um auf die jeden fünf Fall. Punkte, ob du die kriegst. Denn wir haben überlegt, für den, um zu verhindern, dass jemand einfach durchrennt, kriegt halt der Verlierer, wenn er einen Kill mehr hat, oder also mehr Kills hat, fünf Gnadenpunkte. So, jetzt ist halt satten Death für den Fall, dass Patrick noch einen Punkt kriegt. Das war die Krabbe. Oh, und damit hat es ein Schwert. Nein! Oh! Gut, das geht an Patrick. Die fünf Punkte zumindest. Wie viele Kills war's? 11. Auf seiner Seite und bei mir 10. So, was ist das nächste? Tini gegen Fabian. Tini diesmal am Controller, Fabian an der Tastatur. Danach das so gehypte Battle. Und du hast das Spiel geschlossen. Sehr intelligent, Fabian. Egal, wir nehmen weiter auf und labern nur Dünnschiss. Wir fügen da wieder ganz gekonnt. Das können wir. Fügen da wieder ganz gekonnt ein Testbild ein. Und 3, 2, 1, es läuft wieder. Das war die Werbepause. Na, stellen Sie mal bitte ordentlich ein. Multiplayer. Los geht's! Achso, das war. Fight! Aha, deswegen. Tini ist wieder gelb? Ja. Ja, ich bin offensichtlich gelb. Und hat einen Schwert im Kopf. Oh. Und jetzt hat sie keinen Schwert. Ah, das mehr war Kopf. Nicht so. Oh, ich bin lauf einfach durch. Lauf einfach durch. Und setz dich am besten hin. Nein. Damit du hier nicht rumspringst und irgendwelche Katzen Platz laden. Einfach irgendwelche Tasten drücken! Und Fabian darf mich damit zumindest, weil er sich nicht kaputt machen lässt.
Einfach sind und krass. Ich mach dich kaputt. Bleib entspannt. Ja, siehst du. Los, renn. Spring. Nein. Oh, er hat es einfach nicht genommen. Lauf. Ja, los, spring. Lauf, nein. Er nimmt es einfach nicht. Krass. Der hat es genommen. Ich drück A und er nimmt es nicht. Er ist gesprungen. Nur in die falsche Richtung. Muss auch nicht richtig drücken. Ja, genau, es liegt immer prinzipiell nur an mir. Meistens, ja. Ja, okay. 6-2 für Fabian. Überraschung. Und jetzt aber das Entscheidungsmatch. Und jetzt hoffentlich so spannend wie beim letzten Mal. Sonst müsst ihr das zweimal austragen. Also beim Einspielen haben die beiden am Ende 7 Minuten gebraucht, bis es einen Sieger gab. Und zwar Scauf an der Tastatur und Patrick am SNES-Controller. Yeah. Und los geht's. Noch können Wett abgeschlossen werden. Oh. First Blood geht an Scauf. Nein, nee, an Patrick. Nein. Gelbes Controller. Okay, First Blood hat Scauf abgegeben. Moin. Da rollt Patrick in das Schwert von Scauf hinein. So. Scauf ist schon mal über die Mitte drüber. Ist gleich wieder gleich im zweiten Screen. Nee, Patrick fängt ihn an der Tür ab. Das ist ja mal eine sehr gute Positionierung, da ein verteidigender Spieler ist. Oh. Okay. Ja, das Wrestling-Match ging diesmal an Scauf. Der jetzt natürlich durchrennen kann. Das wäre bald leider wieder an der Tür ab. Und Scauf ist schon im zweiten Screen, aber das hat natürlich nichts zu bedeuten. Ey, er liegt am Boden! Oh no! Okay, das war scheiße. Er stürzt sich vor lauter Ärgernis in den Tod. Der mit euch seine Material Arts Skills glänzt. Material Arts, das ist Martial Arts. Nein, bei Fabian ist es Material Arts. Materieller Künste. Ja, was wird denn das hier? Ich spreche das auf Deutsch aus. Das ist deutsches Martial, das sind dann martiale Künste. Das sind die deutschen Bratwurst Games. Bratwurst Games. Bratwurst Games Summer. Metallica, you shall not pass. Das hast du mir damals beim Abitur gemacht. Okay, aber ein Versuch war's das. Ja, das ist halt eine echt schwierige Position für den Angreifer. Das ist halt für den, der unten steht. Ja, aber gut. Oh. Oh. Das ist ein Pro-Level, auf das wir alle nicht beherrschen. Oh, Patrick ist schon im Final Screen. Aber Scauf fängt ihn ab. Muss ihn nur noch einmal abstechen. Ja, sehr schön. Oder springt auch drüber. Oh, noch besser. Ist so echt noch alles offen. Oh, und Patrick ist wieder im Fire Stream. Gibt natürlich noch seinen Schwert mit. Das ist so ein bisschen aufgeschnitten. Er ist wieder. Du warst der Auserwählte! Nein! Mit der Kriechattacke, die Krabbe. Oh, schöner Dive Kick. Schön. Da kann auch Patrick mit seiner Samus Aran-Rolle nicht ausweichen. Aber er fängt ihn gleich wieder ab. Also Patrick behält immer noch den Lead, was die Screens angeht. Oh, der war gut, der war hoch. Und da flugt sich Scauf vorbei, aber... Oh, nein! Das Spiel ist gut. Nein! Ich entschieden! Auf letzten Meter! Oh, das... Ja, Scauf rennt durch. Ah, kriegt wieder ein Schwert ins Gesicht. Das tut immer weh. Den hätte er eindeutig abwehren können. Das war nicht gut. Oh, wieder auf dem letzten Stück blockt er den Angriff ab. Und jetzt muss er durchrennen. Er muss durchrennen. Lauf! Ja, und ist wieder zurück im Vorhandscreen. Oh, gut ausgewichen. Hätte gescheit, sich schnell herzurennen. Nicht zu intelligent. Er hätte aus dem Screen rausrennen müssen. Brauch ein Schwert! Seite zu respawnen. Brauch verfickt nochmal ein Schwert! Oh. Die Taktik ging voll und ganz auf, aber Scauf reagiert blitzschnell und reißt das Go wieder an sich. Sollte jetzt aber links durchrennen und sich auf keinen Kampf einlassen, weil Patrick im Bodenkampf extrem gut ist. Schon wieder mal ein Schwert verloren. Rennt aber wieder ins Schwert, weil er hat selber keins. Und man trifft sich wieder am Kronleuchter. Es ist echt ein wahnsinnig knappes Spiel hier. Oh, das Schwert noch an der Wand abgefangen. Am Türrahmen hängen geblieben. Quasi am Mistelzweig. Und dann springt Scauf ins Schwert. So, jetzt hat Patrick den Positionierungsvorteil, den Scauf aber allerdings auch gibt. Aber das ist egal. Er packt den Kill. Und noch ein. Ja, weil er kein Schwert mehr hatte. Oh, es ist ein Killstreak auf Seiten von Scauf und er ist in seinem Final Screen. So schnell kann sich das. Nein! Kriegt allerdings wieder ein Schwert ab und beißt aber den von Patrick. Oh! Es geht so schnell kann ich gar nicht kommentieren hier. Ich weiß es nicht. Das ist
ein Hin und Her. Ein Wechselbad der Emotionen. Wird es Lauf diesmal schaffen, seine Nemesis zu schaffen? Ja! Euer Laufen. Wahnsinn! Das Mikrofon hat jetzt unglaublich gut übersteuert, aber es hat sich. Gutes Spiel, mein Guter! Verdammt ja! 4 Minuten, 14 Sekunden. Aber 23 Kills. Patrick bekommt den Killbonus, aber Scarf hat es tatsächlich geschafft, seine Nemesis aus den Trainingsspielen zu schlagen, als es schließlich um die Wurst ging. Mit einem schönen 4 Minuten Spiel. 19 zu 23. Diese eine Gratulation an die Scarf und natürlich alle anderen Gewinner, also auch an mich. Und das war jetzt ein relativ kurzes Video, aber ja. Wie ging das Match jetzt? 4 Minuten. In diesem Sinne, bis später, vielleicht wieder bei einer Runde Nidhogg.